im berühmten Ruffles an der Long Bar mit dem Billardroom. Ja, eigentlich ist hier sehr viel Platz, obwohl unten die Schlange doch ziemlich groß ist. Hier ist der Billardroom. Ja, eine der berühmtesten Bars in Singapur. Das ist ein großer Billardtisch, so einen großen habe ich noch nie gesehen. Die legendäre Long Bar im Ruffles. Und die schmeißen alle Erdnussschalen hier auf den Boden. Und ich gehe jetzt mal nach unten. Man muss auch bei so großen Säcken keine Angst haben, dass einer einen mitnimmt. Personal überaus freundlich. Sehr zuvorkommend. Und das sind die Maschinen, mit denen die Drinks gemischt werden. Wurden. Sind die schon gewurdet? Habe ich schon gerade. Ja, so schaut das hier oben aus. Und wir haben es geschafft. Wir sitzen an der Bar. Wir sitzen hier direkt an der Bar im Ruffles. Ja, vor einem Moment muss man festhalten, genießen, wird nicht mehr so oft wiederkommen. An der Bar im Ruffles. Direkt hier vom Zapfhahn. Ich habe gesagt, ich möchte diesen Platz haben. Da warte ich lieber noch 5 Minuten. Hat die Frau am Empfang gesagt, Harry, du kriegst deinen Platz. Long Bar in Ruffles. Und ich freue mich jetzt auf mein Bier, sage ich euch. Da habe ich schon gedacht, in Dubai ist das Bier teuer, aber nein. Ich möchte die Maschine einmal in Betrieb sehen. Noch so einen kleinen Nachtrag. Wir sind hier an der Bar am besten Platz, natürlich am Zapfhahn. Und was mir noch aufgefallen ist, wir haben hier einen Ruffles Sling Shaker. Also die Maschine ist extra für Ruffles gemacht worden. Da kommen dann die Becher rein und die werden dann durch Drehbewegung geshakt. Also gemischt, geschüttelt. Der im Moment macht immer 2 Stück mit der Hand. Aber das ist nur noch mal so nebenbei erwähnt. Ja, ein Singapur Sling und wir werden mal das Rezept schauen, wie das schmeckt, nämlich sehr, sehr gut. Und ein Tiger Bier. So, you don't need to go to the gym, don't you? Ja, schön das zu sehen, wie das von Hand noch alles gemacht wird. Nicht aus dem Tetrapack,
dann kommt es hier hin, wird sauber gemacht, das Glas, und dann kommt die Kellnerin und... Also ist schon schön, muss man sagen. So, das ist nochmal der Nachtrag hier aus dem Roughness Longbar. So, ein kurzer Nachtrag noch. Es war sehr schön. Es war sehr nettes Ambiente. Und hier haben wir auch eine sehr nette Rechnung bekommen. Und zwar, das Ganze hat gekostet $73.14. Das sind 50 Euro für zwei Drinks. Also zwei Drinks, ein also Bier. Ein Singapur Sling. Und ein ganz Bier. Das Besondere sind Singapur und ein Tiger Bier. Also, ist in Ordnung. Man macht das ja nicht alle Tage, jeden zweiten Tag. Aber trotzdem, es war schön und jetzt freuen wir uns auch wieder auf draußen. Nur, dass der korrekt nicht ganz billig, aber sehr gut. So, und hinter uns ist das Hotel Kempinski. Hier sind die ganzen großen Namen alle versammelt. Mal schauen, ob ich noch Zeit habe, mich umzuschauen. Ja. Rolls-Royce, Porsche, Jaguar. Alles vertreten. St. Andrews Cathedral. So, und hier ist die MRT und die sollte uns dann eigentlich dann auch direkt wieder zum Hotel bringen. Wir fahren jetzt mal unterirdisch. Wir haben hier die Linie S25 und EW13. Ja, ich zeige euch mal, wie so eine MRT aussieht hier. Man steht hier links, genau andersrum, wie man es sonst vielleicht kennt. Aber die meisten Menschen überholen hier nicht, sondern haben Zeit, die Rolltreppe runterzufahren. Hier steht es, please keep left. So, wer keine Karte hat, kann sich hier dann auch eine kaufen. Ich habe jetzt im Moment noch keine Ahnung, wo es lang geht. Aber wir gehen jetzt mal den Menschenmassen nach. Die müssen ja irgendwo hin wollen. So, und hier ist es auch wesentlich kühler schon wieder oben. So, hier geht es dann zu den Schaltern, wo die Fahrkarte kontrolliert wird. Ich begreife gar nicht, wie andere Länder Probleme haben mit Schwarzfahren oder nicht bezahlen. Sowas gibt es hier nicht, das kennen die nicht. Hier kommt man weder rein noch raus, wenn man nicht die richtige Karte hat. Und das ist ganz einfach, jeder zahlt oder er bleibt zu Hause oder geht auf der Straße. Hier kann man Tickets am Schalter kaufen oder am Automaten. Wir haben unsere Karte hier. Hier sind die Schalter. Hier ist die Karte. Und Sesam, öffne dich. Und jetzt gehen wir hier runter zur Eastern West Line. Oder wo gehen wir hin? East-West, Ost-West. So, wieder links. Ja, auffällig keine Shops hier. Hier ist nur Beförderung. Hier ist nicht so wie woanders und da kommt unsere oder ist unsere Linie. Schaffen wir es noch? Wir schaffen es noch. City Hall. Das war sie nicht.